Wunderbar. Herzlich willkommen bitte zu dem Forum, was wir in Vorbereitung der Frauenrechtskommissionssitzung der 63. heute hier veranstalten. Wir, das ist das Deutsche Nationale Komitee für UN Women und unsere Partnerin der Deutsche Frauenrat haben eingeladen. Und wir freuen uns natürlich ganz besonders, dass das Interesse an diesen Vorbereitungs- und auch den Nachbereitungsveranstaltungen inzwischen so groß geworden ist, dass wir in den oberen Raum geschickt werden, in diesem Hause. Das ist ganz wunderbar. Fumzile, unsere Executive Director von UN Women, hat gerade gestern bei der Executive-Sitzung in New York nochmal daran erinnert, dass, ich zitiere, "The Commission on the Status of Women is the leading intergovernmental space for advancing women's and girls' rights." Quote end. Und das ist natürlich für uns immer wieder etwas, was wir auch in Deutschland klar machen müssen, um was es sich dabei eigentlich handelt bei dieser sogenannten Frauenrechtskommission. Und zum ersten Mal befasst sich die Frauenrechtskommission in diesem Jahr überhaupt mit dem Thema der sozialen Sicherungssysteme. Erstaunlich, aber so ist es. Und sie sagt vom Zille auch ganz klar, dass das eine ganz besondere Notwendigkeit ist, um wirklich für Frauen eine gleichberechtigte Teilnahme zu ermöglichen und to leave no woman or girl behind and for that matter, leave no man or boy behind. Sie wissen, dass dieser Paradigmenwechsel mit UN Women eingekehrt ist, nämlich nicht nur Frauen für Frauenrechte streiten zu lassen, sondern bitteschön die Männer und Jungen an Bord zu nehmen und die Verantwortung und nicht nur die Rechte zu verteilen. Heute sind für Sie zum Nachfragen und zum Informieren hier bei uns wunderbarerweise Elke Ferner in einer neuen Rolle, nämlich für den Deutschen Frauenrat. Frau Daas als Referatsleiterin aus dem BMFSFJ, Frau Schender aus dem BMZ bei uns und Frau Rückert aus dem AA. Sie werden aus ihren jeweiligen Fachreferaten gleich Stellung nehmen zu dem, was uns in der Frauenrechtskommission begegnen wird. Bundestagsabgeordnete sind heute leider nicht hier und es fehlt deshalb auch unsere Gastgeberin, Frau Staatssekretärin, parlamentarische Staatssekretärin Marx, die eigentlich uns aus ihrer Sicht und aus der Sicht der Regierung berichten wollte. Aber sie ist im Bundestag gefangen in Abstimmung und da wir ja als einen der großen Partner die Bundestagsabgeordneten und damit auch die parlamentarischen Staatssekretäre für unsere Arbeit einbinden und begeistern wollen, ist es uns klar, man kann sich nicht zerschneiden. Dort wird sie gebraucht und wir brauchen sie dann zu einer anderen Zeit. Vor allen Dingen begrüße ich aber die Vertreterinnen und Vertreter der unterschiedlichen NGOs und Stiftungen. Wir gehen schon ziemlich lange auf diesem reichlich dornigen Weg der gleichberechtigten Teilhabe von Männern und Frauen, der tatsächlichen Gleichstellung. Nachher, am Schluss, wie Sie gesehen haben im Programm, werden für ein dreiminütiges Statement zu den Forderungen, die einzelne NGOs haben, sich melden Frau Hellwert für den Deutschen Frauenrat, Frau Öktem für das Deutsche Institut für Menschenrechte, die beiden Jugendbeobachterinnen der DGVN, Frau Obolor und Frau Darras, und Frau Becker für die Webgirls. Hat sich noch jemand kurzfristig dafür entschieden, ein dreiminütiges Statement nachher abzugeben? Ja, Sie wollten das, Frau Köhler, Sie wollten das nicht während der Diskussion machen, sondern einfach davor schieben. Gut. Ja, prima. Gut. Vielen Dank. Aber Sie hatten wir auch auf dem Schirm. Vielen Dank.
Zur 63. Frauenrechtskommissionssitzung finden Sie umfängliche Informationen natürlich auch auf unserer deutschen UN Women Website. Und dort finden Sie auch schon die Liste der Parallel-Events in New York. Das sind die, die die NGOs machen. Und für manche von Ihnen, zumal die, die zum ersten Mal nach New York mitfahren zu dieser Sitzung, mag auch der Guide, der Leitfaden sehr wichtig sein. Ich finde es wunderbar, dass er alle Jahre aktualisiert wieder aufgelegt ist und tatsächlich von Anbeginn an aufblättert, was man sich sonst mühselig, auch im Internet mühselig zusammensuchen müsste, was es nämlich mit diesem CSW auf sich hat. Weitergehende Infos natürlich vor allen Dingen zur Agenda der Regierungen finden Sie und alle offiziellen Dokumente auf der offiziellen Seite des CSW, nämlich unter unwomen.org. Dort finden Sie alles, was Sie brauchen, übrigens einschließlich der 139 Statements der NGOs, die einen Konsultativstatus haben und deshalb das Recht, ein Statement vorab abzugeben. In diesen Statements habe ich ein durchgehendes, noch nicht so häufig in den vergangenen Jahren formuliertes Thema gefunden, nämlich das, was uns auch umtreibt, nämlich die Forderung nach deutlicher, ich zitiere, Recognition and Value of Unpaid Care and Domestic Work. Also das, was wir auch in unserem zweiten Gleichstellungsbericht finden als ein Thema, was aus der Versenkung sozusagen gekommen ist und was mich persönlich immer wieder, das darf ich sicherlich auch sagen, deshalb so besonders interessiert, weil ich mir manchmal vorstelle, wenn ich meinen Enkelkindern erzähle, was Arbeit ist, ich bemerke, dass die unbezahlte Arbeit keine Arbeit ist. Also, Herr XY sagt seinem Freund, Herrn Z, meine Frau muss nicht arbeiten. Aber er hat zu Hause 4 Kinder und eine Mutter, die gepflegt werden muss und so weiter. Also Sie wissen, wovon ich rede. Ich bin froh, dass ich Arbeit vielleicht meinen Enkeltöchtern in einer anderen Weise definiert nach diesem CSW erklären kann. Außerdem weise ich auf ein wichtiges Datum hin, was Ihnen vermutlich noch nicht aufgekommen ist, nämlich diejenigen NGOs mit Konsultativstatus bei ECOSOC, die es möchten und die sich mit einem Oral Statement in die Sitzung einklinken wollen, müssen dieses anmelden bis zum 18. Das heißt, wir haben doch gerade 4 Tage Zeit, um das zu machen für diejenigen, die es wenigstens probieren wollen. Sie können sich vorstellen, dass der Slot für Oral Statements sehr gering ist und selbst wenn man es geschafft haben sollte, auf die Liste zu kommen, man nicht die Chance hat, ganz eindeutig dieses Statement auch abliefern zu können. Aber wenigstens zu sagen, ich will das machen, die Liste dafür bis zum 18. Februar, das Anmeldeformular sozusagen, finden Sie auch unter unwomen.org. Also ein attraktives Angebot, was natürlich auch deshalb wichtig ist, weil so häufig gesagt wird, na, wir können ja doch nicht Einfluss nehmen. Wir haben ja nur einen konsultativen Status. Niemand hört uns zu. Also zum Zuhören kann ich Sie nur begeistern. Nutzen Sie diese Chance, die sich Ihnen bietet, wenn Sie etwas fordern wollen zu dem, was auf den beiden Hauptthemen in diesem Jahr gefordert ist. Zum vorliegenden Zero Draft ein paar Worte. Eine Reihe der Forderungen, die wir seit Jahren haben, sind bereits in dieser Zero Draft formuliert. Und ganz großartig, sie lag uns bereits ab 30. Januar vor. Vielleicht geschuldet der auch ganz wunderbaren Vorsitzenden des diesjährigen Boards des CSW, die Irin, die mit einem unglaublichen Temperament und einer unglaublichen Verve
schon im vorigen Jahr uns gezeigt hat, wie man es auch machen kann. Also am 30. Januar lag das bereits vor. Die Zero Draft ist der erste Aufschlag, die das Büro losschickt. Wie sich dieser erste Aufschlag aber im Laufe der Verhandlungen verändern wird durch Kommentierungen, Weglassungen, Einfügungen, das werden wir vermutlich von den Ministerien gleich hören, wie nämlich die Regierungsseite von uns mit diesem Zero Draft umgeht. Der Zero Draft macht bestimmte Felder im Bereich des Schwerpunktthemas soziale Sicherungssysteme auf. Das ist zum Beispiel die Intersektionalität, die unbezahlte Sorgearbeit, von der ich eben schon gesprochen habe, die Mobilität, ganz wichtig als Nachfolge des vergangenen CSWs, wo es um die Frauen in den ländlichen Gebieten ging, sexuelle und reproductive Gesundheit und Rechte, das Thema, dessen vernünftige Lösung ich vermutlich leider nicht erleben werde, aber wir probieren es halt immer wieder. Die Einbeziehung von Männern und Jungen in die Gleichstellungsarbeit, der Zugang zum Arbeitsmarkt, natürlich die Einbeziehung von Frauen und Mädchen in allen Stadien, in allen Zeiten der Entwicklung, die Umsetzung und das Monitoring, das, was uns immer wieder erneut befasst und wo wir jetzt etwas Besseres sehen, nämlich im Laufe der Zeit, die Monitoring-Prozesse verändern sich zum Guten, wie ich persönlich finde. Die Zero Draft gibt Empfehlungen in 5 Bereichen, und zwar die Empfehlungen, die aus dem Bericht des Generalsekretärs stammen und dort ganz ausführlich für Sie alle nachzulesen sind, weil sie dort behandelt sind. Es ist erstens, strengthen the normative, legal and institutional environment. Address gender gaps and biases in social protection. Transform public services for gender equality and women's empowerment. Make infrastructure investment work for women and girls. Mobilize resources, strengthen accountability and improve evidence. Das sind die 5 großen Bereiche, zu denen Sie vermutlich auch Ihre Forderungen, die es schon gemacht haben, formulieren werden. Ich mache an dieser Stelle Stopp und gebe weiter an Frau Ferner vom Frauenrat. Entschuldigung. Ja, vielen Dank, Karin Nordmeier. Einige haben eben geguckt, Frauenrat, ja, ich habe die Seiten gewechselt, aber kämpfe nach wie vor für die gleiche Sache. Insofern ist es für mich jetzt auch ziemlich spannend, nicht mehr als Mitglied und auch Leiterin der Regierungsdelegation nach New York zu fahren, sondern als Mitglied der Zivilgesellschaft. Und freue mich auch sehr, Sie im Namen des Deutschen Frauenrates heute hier begrüßen zu können. Und ich, mir geht das, Karin, genauso. Mir geht das genauso wie dir. Also ich kann mich noch gut erinnern, das erste Vorbereitungstreffen, an dem ich teilgenommen habe, da saßen wir, glaube ich, noch irgendwie an Tischen so in U-Form. Jetzt sind wir schon so viele, dass wir gar nicht mehr an Tischen Platz nehmen können. Also ich finde das gut, dass das Interesse so groß ist und hoffe auch, dass bei der Nachbereitung nach New York natürlich auch das Interesse entsprechend ist. Karin Nordmeier hat ja eben die Punkte schon genannt. Wir hatten im letzten Jahr, im Herbst ja, das erste Vorbereitungstreffen, wo es auch nochmal um die prozeduralen Geschichten geht, die sich nicht allen gleich so erschließen. Mir auch nicht, ehrlich gesagt. Also da sind wir alle, glaube ich, noch ein Stück weit Lernende. Und auf der anderen Seite, das, was du eben gesagt hast, die 5 Punkte, das ist ja eigentlich jeder Punkt für sich genommen schon ein Abend, nicht nur ein abendfüllendes, sondern wochenfüllendes Thema, alleine sozusagen die Gender Gaps zu überwinden. Darüber kann man lange und trefflich streiten, wobei wir alle, glaube ich, wissen, dass wir weniger ein Erkenntnisdefizit als eher Umsetzungsdefizite haben, um diese Lücken dann auch wirklich nachhaltig zu schließen. Wichtig ist, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, an dem Zero Draft auch zu arbeiten. Ich fand das auch sehr gut, dass er dieses Mal so früh schon vorgelegen hat. Ulrike Hellwert, unsere
Referentin für internationale Gleichstellungspolitik wird dann auch noch mal das nachher deutlich machen, was der Deutsche Frauenrat dazu gemeinsam mit der Europäischen Women's League erarbeitet hat. Das macht ja auch Sinn, denn auch auf der Regierungsebene ist es ja so, dass die deutsche Position immer auch eingebunden ist in die europäische Position, auch wenn es manchmal einige Mitgliedstaaten gibt, die meinen, insbesondere wenn es um sexuelle und reproduktive Rechte geht, vielleicht dann doch die EU-Position verlassen zu wollen oder verlassen zu müssen, wie auch immer. Also insofern, glaube ich, ist das wirklich eine sehr gute Sache. Wir haben auch als Frauenrat im Prinzip eine lange Geschichte mit der FRK. Seit 1987 nimmt immer eine Vertreterin des Deutschen Frauenrates auch an der Frauenrechtskommission teil. Und wir sind auch, das hat auch unsere Mitgliederversammlung 2017 nochmal erneut beschlossen, der Meinung, dass die Zivilgesellschaft noch stärker eingebunden werden sollte und vor allen Dingen, wenn nach der FRK dann die sogenannten Agreed Conclusions auch auf dem Markt sind, dann sollten sie möglichst zeitnah und möglichst auch nicht nur in Englisch, sondern auch in deutscher Sprache der deutschen Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden, weil es das eine ist ja eine Vereinbarung, die Staaten zusammen und Regierungen zusammen in New York bei der Frauenrechtskommission treffen. Das viel Spannendere ist ja aber am Ende, wie man das dann auch umsetzt. Und wenn man umsetzen kann man eben auch nur, wenn diejenigen, die es betrifft, sowohl die Umsetzer als auch diejenigen, die von der Umsetzung profitieren sollen, dann auch um die Punkte wissen, die da beschlossen worden sind. Und da, glaube ich, gibt es wahrscheinlich noch an der einen oder anderen Stelle Luft nach oben. Ich möchte nicht schließen, bevor ich nicht noch mal auf unsere Kampagne hingewiesen habe, die wir vom Deutschen Frauenrat jetzt im Januar initiiert haben, mehr Frauen in die Parlamente. Wir fänden es ganz toll, wenn wir vielleicht zum Schluss der Veranstaltung oder zumindest bevor die meisten gegangen sind, noch ein Foto machen könnten mit diesem wunderbaren, Dankeschön, mit diesem wunderbaren Schild, mit dem wir die Woche auch schon das Vergnügen hatten, uns mit Frau Merkel ablichten zu können. Und wir glauben, dass jetzt gerade dieses Jahr mit 100 Jahre Frauenwahlrecht, mit 70 Jahre Artikel 3 Grundgesetz und 25 Jahre Zusatz zu Artikel 3 Grundgesetz im Prinzip das historische Zeitfenster ist, um auch für Deutschland ein Paritätsgesetz zu beschließen. Dafür machen wir uns stark und es wäre schön, wenn auch von dieser Versammlung von vielen motivierten und gleichstellungspolitisch engagierten Frauen auch ein gutes Signal ausginge. Wir haben den Aufruf auch noch mal draußen ausgelegt. Unter www.mehrfraueninparlamente.de kann man auch online direkt unterschreiben. Und wir haben jetzt, darf ich sagen, annähernd 5.000 Unterschriften zusätzlich zu den mehr als 200 Erstunterzeichnerinnen. In dem Sinne wünsche ich uns jetzt eine gute Diskussion erstmal Richtung CSW, aber hoffe natürlich auch auf Unterstützung jetzt fürs laufende Jahr, damit wir den Bundestag vielleicht dann doch dazu bekommen, ein Paritätsgesetz für Deutschland zu beschließen. Vielen Dank. Ja, bitte. Soll ich jetzt gleich weitermachen? Ja, ich bitte darum. Das Mikrofon ist, glaube ich, so an. Ja, ja? Okay. Ach, einfach reinsprechen. Okay. Ich möchte zunächst mal herzliche Grüße überbringen von Frau Marx. Die wäre wirklich sehr gerne heute gekommen, weil sie ja nun auch mit nach New York fliegt. Wie Frau Nordmeier eben schon sagte, es kamen Abstimmungen dazwischen. Erst hieß es, die sind irgendwie jetzt gegen 15 Uhr zu Ende und dann wäre sie noch nachgekommen, wäre zwischendurch reingekommen. Aber jetzt haben sie sich nochmal so verschoben, dass Frau Marx dann überhaupt nicht mehr kann, weil sie dann noch einen Anschlusstermin hat. Und das ist sehr schade, aber das geht nun mal nicht anders, ist nicht zu ändern. Ich würde auch ganz gerne schöne Grüße noch überbringen von Nicole Herzog. Viele von Ihnen kennen Sie ja aus den letzten Jahren FRK. Frau Herzog ist jetzt in Elternzeit und wir vermissen Sie wirklich sehr.
aber es geht Ihnen und den, es geht ihr und den Babys gut und es ist alles okay. Zwei. Ja, ja. Können wir gerade mal ausbauen? Und nachhalten. So. Weil wir nehmen das auf. Sonst alles klar, ja. Okay. Gut, ja, das waren die Grüße und jetzt möchte ich auch Sie alle herzlich begrüßen. Ich bin sehr froh, dass so viele wieder hier sind. Wir sind ja auch sehr froh, dass wir wieder eine große Delegation haben mit vielen Vertreterinnen und ein Vertreter der Zivilgesellschaft diesmal in New York. Das ist uns sehr wichtig. Wir als Bundesregierung, wir teilen uns wie immer die Arbeit so ein bisschen auf. Wir, das sind das Auswärtige Amt, das BMZ und die GIZ und das BMFSFJ. Ich fange vielleicht jetzt dann einfach an und meine Kolleginnen machen gleich weiter. Wir werden vom Frauenministerium zu zweit in New York sein. Meine Kollegin Dr. Julia Schimitta, mit denen Sie vielleicht auch schon Kontakt hatten, die wird in der ersten Woche dabei sein und wird in erster Linie für das Programm von Frau Marx zuständig sein. Und ich werde die komplette Zeit bei der FRK sein und werde mich mehr oder weniger wahrscheinlich um alles ein bisschen kümmern. Also im ersten Teil auch um das High-Level-Segment, dann aber auch werde ich natürlich mitwirken an Verhandlungen der Agreed Conclusions und eventuell auch der Resolutionen, werde Side-Events besuchen, aber auch zuständig sein, auch für unsere Delegationsbesprechungen, die NGO-Briefings und so weiter. Ja, das ist nämlich auch im Grunde so das komplette Programm während der FRK, also die Generaldebatte, wo Frau Marx auch ein Statement halten wird, die verschiedensten High-Level- oder Ministerial-Panels, Dialogs, an einigen wird Frau Marx teilnehmen. Ja. Dann die Side-Events, da werden meine Kolleginnen gleich noch was zu sagen, zu den verschiedenen Side-Events, wo Frau Marx auch an dreien zumindest teilnimmt und ein Grußwort hält. Und auch viele bilaterale Gespräche, die wir führen wollen mit anderen Ländern, aber auch, wir versuchen auch ein Termin zu bekommen, zum Beispiel mit UN Women, mit Frau Regner. Hoffen wir, dass das klappt. Ja, das sind so unsere Aufgaben in New York. Bei den Agreed Conclusions ist es so, dass das Auswärtige Amt die Koordinierung federführend übernimmt. Und deswegen wird Frau Rückert sicher noch was dazu sagen können. Ja, und das, glaube ich, ist es erstmal von meiner Seite aus. Dann würde ich weitergeben an Frau Schender. Okay, danke schön, Frau Dahl. Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich auch erst nochmal für die Einladung und dass ja, das hier so organisiert wurde. Bitte? Näher am Mund, okay. Ja, ich finde das wunderbar, dass hier so viele Vertreterinnen hauptsächlich aus der Zivilgesellschaft sind, weil ich immer wieder denke, also ohne die Zivilgesellschaft und speziell auch noch ohne die Frauenorganisationen und die Frauenbewegung wären wir natürlich nicht da, wo wir jetzt sind. Ja, das BMZ bringt eben so ein bisschen die entwicklungspolitische Perspektive ein aus Sicht der Bundesregierung auf die Frauen, auf die Frauenkommission. Und wir werden zu dritt in New York sein, meine Referatsleiterin Frau Dr. Lehmann und ich, wir beide in der ersten Woche und die ganzen beiden Wochen eine Kollegin aus der GIZ, die Alena Kern, die auch schon viel Erfahrung hat in diesen Verhandlungen, wird da also auch dabei sein. Ja, der Schwerpunkt der diesjährigen FRK ist ja, wie Frau Nordmeier schon ausgeführt hat, eigentlich nicht einer, sondern im Grunde genommen drei, die aber ineinander greifen und sehr, sehr wichtig sind eben auch aus entwicklungspolitischer Perspektive, nämlich die sozialen Sicherungssysteme, die öffentlichen Dienstleistungen und die öffentliche Infrastruktur. Und
Das klingt vielleicht alles erstmal sehr abstrakt, aber wenn man das irgendwie runterbricht auf die Situation von Frauen, gerade auch in Entwicklungsländern, natürlich auch hier, dann sind das ganz, ganz entscheidende Elemente. Und wenn die gut zusammenspielen, dann gibt das Frauen wirklich die Möglichkeit, eine vernünftige Bildung zu kriegen über ihr gesamtes, ihren gesamten Lebensverlauf, abgesichert zu sein, Gesundheitsversorgung zu haben und damit sich natürlich auch am Arbeitsmarkt zum Beispiel zu beteiligen, eigenständig auch ökonomisch sein zu können und sich auch in Entscheidungsprozesse, in politische Prozesse einzubringen. Deshalb ist das wirklich ganz, ganz wichtig und wir finden dieses Thema in diesem Jahr sehr, sehr entscheidend. Das BMZ oder die Deutsche EZ verfolgt das Ziel der universellen sozialen Sicherung, Universal Social Protection. Das ist auch so ein Begriff, um den noch gestritten wird in den Verhandlungen. Das heißt also wirklich, dass alle Menschen über ihr gesamtes Leben möglichst abgesichert sein sollen. Und das ist natürlich auch eng verknüpft, wie Sie schon sagten, mit dem Prinzip Leave No One Behind. Dann gibt es ja natürlich auch vom BMZ den sogenannten GAP, also den Entwicklungspolitischen Aktionsplan zur Gleichberechtigung der Geschlechter, GAP 2. Da ist auch speziell verankert, dass wir uns für soziale Sicherung einsetzen von Arbeitnehmerinnen hauptsächlich und eben auch soziale Sicherungssysteme ausbauen wollen. Und das ist ganz klar, dass Bildung natürlich ein Schwerpunkt ist und Gesundheit ein Schwerpunkt ist. Genau, also aktuell fördert die Deutsche EZ in 28 Ländern Vorhaben zu sozialer Sicherung mit einem Gesamtvolumen von über 1 Milliarde Euro. Das ist also schon eine Investition, die eben auch ein gewisses Volumen hat. Und unser Ziel ist natürlich, dass in all diesen Vorhaben auch Frauen nicht nur angemessen berücksichtigt werden, sondern womöglich eben auch die Interventionen dazu dienen können, dass sich die Geschlechterverhältnisse zum Positiven verändern, die Machtverhältnisse auch. Ich will einfach mal so zwei kleine Beispiele bringen, um das auch praktisch zu machen. Also in Pakistan zum Beispiel haben wir mit der GIZ zusammen ein Programm, wo es um die Absicherung im Krankheitsfall geht und wo ganz besonders auch Frauen befragt wurden, was sie eigentlich brauchen, was für sie die wichtigen Punkte sind, weil das kann sich ja von denen der Männer auch tatsächlich unterscheiden. Und das ist in Zusammenarbeit mit der Regierung und mit verschiedenen Provinzregierungen und hat also schon zu Ergebnissen geführt, die tatsächlich dann auch in die Krankenversicherung in Pakistan einfließen. Oder in Lesotho, da gibt es eine ganz schöne innovative Initiative gegen Gewalt gegen Frauen, nämlich eine App, die Frauen nicht nur über ihre Rechte aufklärt, sondern sie eben auch vernetzt mit Beratungsinstitutionen, Gesundheitsdienstleistungen, die ihnen im Fall von Gewalt sie da unterstützen können. Und diese App ist eben zusammen mit betroffenen Frauen auch entwickelt worden, was ja auch ganz, ganz wichtig ist. Und die Frauen können sich auch untereinander vernetzen, um daraus dann eben auch wieder Stärke zu gewinnen. Ja, dann wollte ich noch ganz kurz ein bisschen was aus unserer Sicht sagen zur Einschätzung des Zero Draft. Das ist jetzt ja auch schon viel dazu gesagt worden. Aus BMZ-Sicht ist uns ganz wichtig, dass wir in Bezug auf das Thema sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte nicht hinter das zurückgehen, was wir schon erreicht haben. Das ist also ganz, ganz wichtig, dass wir das verteidigen. Ich denke, da sind wir auch auf einer Linie. Und was für uns natürlich auch wichtig wäre, ist, dass wir die umfassende Sexualaufklärung, also Comprehensive Sexual Education irgendwie wieder reinbringen, die im Zero Draft nicht drin ist, oder eben auch die Sexual Orientation and Gender Identity. Das sind so die Knackpunkte, die schwierigen Punkte, wo wir aber uns natürlich dafür einsetzen werden, dass das angemessen berücksichtigt ist. Auch wichtig finden wir eben das Thema, was auch schon angesprochen wurde, der Mehrfachdiskriminierung. Also dass es
wirklich darum geht, die individuellen Lebenswirklichkeiten von ganz unterschiedlichen Frauen in den Blick zu nehmen, weil Frau ist ja nicht gleich Frau. Und dass wir da auch tatsächlich das Augenmerk drauf richten und eben auch andere Diskriminierungsmerkmale wie Behinderung, sexuelle Orientierung, Alter und so weiter einfach auch in den Blick nehmen. Ja, das ist eigentlich so inhaltlich das Wichtigste, würde ich mal sagen, für uns, wobei wirklich alle Themen interessant und wichtig sind und wir auch zusammen mit dem Auswärtigen Amt in die Zero Drafts zu vielen verschiedenen Themenpunkte eingebracht haben. Wir werden vom BMZ aus zwei Side-Events haben in New York für diejenigen unter Ihnen, die hinfahren. Und zwar eins zum Thema Wassermanagement und Sanitärversorgung, also die Bedeutung von WASH für Frauen. Das ist zusammen mit einer NRO, die heißt WECF. Und noch ein For a Common Future, genau. Und eins mit der NGO Women's World Banking, die also auch Partner eingeladen haben und die sich einsetzen für Finanzierung, also für Kredite und Finanzmittel für Frauen. Ja, soweit erstmal. Danke. Dann freue ich mich auch, mich heute hier in dem Kreis vorstellen zu dürfen. Wiebke Rückert, die neue Referatsleiterin für Menschenrechte im Auswärtigen Amt und darunter eben zentral Frauenrechte. Ich möchte auch darauf hinweisen, heute mitgekommen ist auch meine Chefin, Beauftragte in der Abteilung Tanja von Uslar und Frau Abdelaziz, die zuständige Referentin, die auch mitfahren wird nach New York und vor Ort sein wird. Vor Ort ist in der ständigen Vertretung die Kollegin Frau Kalaminos für die Betreuung des ganzen Vorhabens schon jetzt aktiv. Für mich persönlich ist es die erste Frauenrechtskommission, die ich so unmittelbar erlebe. Ich habe mit einem Kollegen zufällig Mittag gegessen, der sagte, er sei der Erste, er hätte der ersten deutschen FRK-Delegation 1985 angehört. Das ist für uns insofern normal, als eben Rotation alle 3 bis 4 Jahre ja üblich ist. Insofern, dass es sowohl für Frau von Uslar als auch für mich und für Frau Abdelaziz dann auch die erste FRK ist, die sie vor Ort erleben wird, ist bei uns also normal. Wir können da nicht so punkten wie der Deutsche Frauenrat. Insofern bin ich auch sehr gespannt, was Ihre Forderungen und Erwartungen sein werden. Da kann ich sicher viel draus lernen. Die Rolle des Auswärtigen Amts wurde ja hier schon skizziert. Die Umsetzung gerade im Bereich der Themen, die dieses Jahr Schwerpunktthema sind, soziale Sicherungssysteme, öffentliche Dienstleistungen, öffentliche Infrastruktur, liegt ja nicht beim Auswärtigen Amt. Aber wir, denke ich, sind die Profis dafür, wie in solchen Verhandlungen in New York eventuell das Maximale rausgeholt werden kann von dem, was wir uns an Forderungen in diesem Bereich als Bundesregierung überlegt haben. Und die Kollegin in New York ist eben jetzt schon dabei, im Rahmen der EU auszuhandeln, welche Forderungen will die EU gemeinsam einbringen. Und da kann ich nur bestätigen, was gerade schon gesagt wurde vom Frauenrat, auf BMZ. Es ist eben nach der Phase, in der, ich denke mal jetzt Mitte der 90er Weltkonferenz in Peking, wir in einer Phase waren, in der man ungeahnte neue Fortschritte, Durchbrüche erzielen konnte, in der es eine ganze Reihe von Weltkonferenzen gab, in der eine Phase des Aufbruchs war für neue Standards, für neue Zielsetzungen, sind wir jetzt eben insgesamt betrachtet leider in einer Phase, wo man sagen muss, bestimmte Dinge, die wir schon für etabliert und errungen hielten, müssen neu verteidigt werden. Und das betrifft eben genau die genannten Punkte Sexual Orientation, Gender Identity, was mit sich bringt natürlich nicht traditionelle Familienmodelle. Die Frage der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und Rechte steht wieder neu sozusagen zur Debatte, ob bereits konsentierte, gemeinsame Ziele noch fortgelten oder nicht. Und in dem Bereich eben auch die Frage der Sexualaufklärung, die in der Tat im Zero Draft nicht drin ist. Das sind also
zentrale Herausforderungen und das Auswärtige Amt sieht die eben nicht nur in der Frauenrechtskommission, sondern in der gleichen Weise dann, wenn es um die Aushandlung des EU-Aktionsplans für Menschenrechte geht, wenn es um den Menschenrechtsrat geht, wenn es um die Resolutionen in der im dritten Ausschuss der Generalversammlung geht. Und unsere besondere Rolle ist eben auch die Errungenschaften, die in der Frauenrechtskommission dann erreicht werden können, als gemeinsame Sprache in allen anderen Gremien entsprechend auch zu verteidigen, mit einzubringen und da auf einen, also wir setzen die Ergebnisse nicht innerstaatlich um, aber wir setzen die Ergebnisse dann in den anderen Gremien um, in denen wir wiederum gefordert sind, den Standard auch dort hochzuhalten. Der eine Punkt, den Frau Färber erwähnte, es gibt also Einzelne, die sich dem bisherigen Standard dort widersetzen oder aus dem EU-Kreis ausscheren, hat eben dadurch, dass wir in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU Einstimmigkeit verlangen, auch die Folge, dass dann die EU in ihrer förmlichen Position nur so weit gehen kann, wie eben wirklich alle mitgehen. Was nicht heißt, dass nicht doch die Bundesregierung in der Lage sein wird, auch darüber hinausgehende einzelne Forderungen, die uns wichtig sind, eben national zu vertreten. Aber wenn wir in der EU keine Einstimmigkeit dazu haben, wird es nicht die EU insgesamt vertreten können. Insofern, das die große Herausforderung, die ich eigentlich jetzt für die Kommission sehe. Und hinweisen möchte ich insbesondere bei den Side-Events auf zwei Veranstaltungen für diejenigen, die mitfahren werden. Das eine ist eine von unserer ständigen Vertretung organisierte Filmvorführung Digital Warriors mit einer anschließenden Podiumsdiskussion, wo auch die Aktivistinnen, die in dem Film gezeigt werden, dabei sein werden. Da geht es darum, dass über das Internet oder die Möglichkeiten, online Aktivistin zu sein, da ganz neue Netzaktivistinnen als digitale Amazonen sich Freiräume schaffen, die es so nicht gegeben hat. Und das, denke ich, wird sehr interessant. Und ein Hinweis auf etwas, was noch nicht heute auf den Folien erscheinen kann, aber ein wichtiges Thema für die Bundesregierung insgesamt und wo auch das Interesse der Zivilgesellschaft ja sehr hoch ist, was uns sehr freut, hängt zusammen mit der Resolution 1325 über Frauen, Frieden und Sicherheit. Das ist ja eine der erklärten Prioritäten der Bundesregierung für die aktuelle Sicherheitsratsmitgliedschaft. Wir haben im Zusammenhang mit dem Sicherheitsrat schon jetzt, obwohl es gerade erst begonnen hat, mehrere hochrangig bestrittene Treffen organisiert. Eins, bei dem der Bundesaußenminister dabei war, eins, bei dem die Bundesjustizministerin dabei war. Und wir würden uns eben sehr freuen. Wir hoffen, wir gehen davon aus, dass es auch klappt, dass am Rande der FRK auch ein ARIA-Sicherheitsratstreffen zu dem Thema Beteiligung, Partizipation von Frauen in Friedensprozessen am 13. März nachmittags stattfinden kann. Wir haben selbst im April im Sicherheitsrat den Vorsitz und dann die Gelegenheit, dort die jährliche offene Debatte zu sexualisierter Gewalt in bewaffneten Konflikten zu gestalten. Der Vorsitzmonat im März, also während der Frauenrechtskommission unmittelbar davor, ist unseren französischen Freunden zugefallen. Was wir im Zuge der deutsch-französischen Freundschaft des Aachener Vertrages als konsekutive Vorsitze nacheinander März, April auch ganz eng abstimmen wollen. Und daher ist eben das Bestreben, dieses Treffen zu Frauen, Frieden und Sicherheit gemeinsam mit Frankreich auszurichten und das dann in den französischen Vorsitzmonat des Sicherheitsrats einzuordnen. Und ich hoffe, dass das, ich denke, das wird auch hoffentlich auf sehr großes Interesse stoßen. Ja, so viel bis dahin. Vielen herzlichen Dank für diese Tour de Raison durch die erste Runde. Ich darf einen ganz kleinen Exkurs machen nochmal zu der Beteiligung der EU immer wieder. Also in der NGO, in der Zivilgesellschaft herrscht darüber
häufig noch so ein bisschen Unkenntnis, warum die EU uns vertritt bei Verhandlungen ganz speziell und warum zum Beispiel wir Deutschen uns mit unseren Forderungen an manchen Stellen einfach nicht durchsetzen können. Das ist aber in der Tat diese Koordination, die in der UNO genutzt wird. Und da haben wir uns tatsächlich an die Vorgaben der EU zu halten. Und wenn wir wirklich etwas ganz besonders Wichtiges durchsetzen wollen, dann müssen wir das auf zivilgesellschaftlichem Wege tun. Nämlich die Staaten der EU, die einem Konsens hinderlich sind, beeinflussen. Also auch da gibt es einen Weg, um wirklich wichtige Forderungen von der Zivilgesellschaft aus nach vorne zu schieben. Also nicht immer darauf vertrauen, dass die das dann schon verhandeln, sondern das, was man möchte, tatsächlich auf den Wegen, die uns offen sind, auf die Reihe zu kriegen. Das heißt wirklich auch noch während des CSWs an die Partner in den Staaten, von denen wir wissen, die sind dagegen oder die hauen uns wieder die Formulierung für die sexuellen Rechte und Sie wissen schon, kaputt. Da müssen wir uns versuchen durchzusetzen und mit denen zu handeln, dass die hin wiederum ihre Regierungen beeinflussen. Also es gibt schon Wege, die wir noch nicht so gut getreten haben, wie wir eigentlich könnten. Vielen Dank, erste Runde. Dürfte ich jetzt vielleicht einfach darum bitten, dass die Forderungen, die Statements der Kollegen jetzt aufgerufen werden und wir dann danach in die Diskussion treten? Oder haben Sie konkrete Fragen jetzt präzise schnell dazu? Verständnisfragen. Ulrike? Da ist nur an der Seite. Da stellt sich das einfach in die Mitte. Ulrike Hellwert, Deutscher Frauenrat. Ich habe eine kurze Frage an Frau Daas. Uns würde interessieren, wie beim FSFJ der Zero Draft kommentiert worden ist bisher. Also was finden Sie da drin gelungen? Was greift er auf, wo wir sagen können, es wird bereits Erreichtes oder bereits Vereinbartes fortgeschrieben? Wo ist er besser? Wo fällt er zurück? Ein kurzer Kommentar wäre uns da sehr hilfreich. Was jetzt diesen Zero Draft angeht, das ist ja mehr so eine Art erstes Gerüst oder erstes Skelett. Der ist ja auch, dieser Zero Draft ist ja immer erfreulich kurz. So beim ersten Lesen denkt man, oh, das hat man ja wirklich jetzt auch schnell gelesen und der wird natürlich von Verhandlungstag zu Verhandlungstag länger. Das nur so nebenbei, aber das heißt auch, dass vieles natürlich fehlt in diesem Zero Draft. Was uns beim ersten Durchlesen besonders wichtig war, ist, dass wir glauben, es bräuchte mehr Sprache zu Gewalt gegen Frauen, nämlich Gewalt gegen Frauen und Mädchen auch als eine der Ursachen für fehlende soziale Sicherheit, für fehlenden Schutz. Das müsste auf jeden Fall mit aufgenommen werden. Es wäre auch gut, mehr Text zu haben zum Thema Männer und Jungen, Verantwortung auch von Männern für die Gleichstellung. Und ein wichtiger anderer Aspekt ist auch die ganze Thematik unbezahlte Sorgearbeit. Wir sind natürlich d'accord auch mit den anderen Ressorts und finden uns auch wieder in vielen Stellungnahmen, die wir schon gelesen haben von der Zivilgesellschaft. Aber jetzt waren diese drei genannten Punkte für uns erstmal das Wichtigste. Noch kurz? Ja, Eva. Eva Küstorf, ehemalige Europaabgeordnete und Frauenfrieden, Ökologienetzwerke. Ich wollte gern wissen, ich kann mich erinnern, dass Reagan mal das Programm aus den USA gestoppt hat und da auch die Reagan-Regierung Einfluss genommen hat, ähnlich wie jetzt die Trump-Regierung auf Reproductive Rights, ne, und dann Verhütungsgelder
vom Population Fund. Könnten Sie da politischer und genauer werden? Haben Sie, glaube ich, die Freiheit hier? Also was ist, kommt speziell von der Trump-Regierung? Was kommt innerhalb der EU, eventuell von der polnischen Regierung? Oder schlägt sich jetzt diese merkwürdige italienische Regierung auch schon irgendwie in dem Bereich nieder? Und dann wollte ich dazu auffordern, ob Sie uns auch mitteilen könnten, was Sie zur Resolution 1325 in New York machen. Das ist ja irre spannend, weil ja gerade hier in Deutschland auch die Frauenfriedensbewegung und Friedensbewegung relativ stark ist und das mit initiiert hat. Danke. Ja, also zum ersten Punkt, wir haben tatsächlich im dritten Ausschuss, also dem Ausschuss für Menschenrechte im letzten Herbst, der dann der Generalversammlung Resolutionen vorlegt, erlebt, dass die US-Regierung also die US-Vertreter dann auf Weisung der Regierung zu den Themen sexuelle, reproduktive Gesundheit und Rechte für uns überraschend, aber knallharte Positionen vertreten haben. Ja, das war der Fall. Jetzt haben wir ja zur Frauenrechtskommission dasselbe zu erwarten. Wir gehen davon aus. Und die Tatsache, dass die USA damit so stark und auch, wie soll ich sagen, ja ohne sich darum zu kümmern, ob sie da im Gleichklang mit anderen stehen oder sozusagen einfach sehr prononciert damit vorgeprescht sind, haben sie natürlich es anderen, die ähnliche Meinungen teilen, erleichtert. Da auch, also das hat sicher die Tatsache befördert, dass Polen und Ungarn aus diesem EU-Konsens in diesen Punkten ausgeschert sind. Und das ist sozusagen das, was wir jetzt auch wieder sehen und befürchten und was deshalb ja schon als eine Hauptherausforderung genannt wurde. Über andere Länder, die sich dem schon angeschlossen hätten, kann ich jetzt nichts berichten. Zu der Frage 1325, also ist es so, dass wir das als ein Thema für die ganzen 2 Jahre der Mitgliedschaft sehen. Und gleichzeitig der erste Höhepunkt uns dadurch sozusagen zufällt, dass immer im April eines jeden Jahres die traditionelle offene Debatte zu sexualisierter Gewalt in bewaffneten Konflikten stattfindet. Und das ist eben der Monat, in dem Deutschland den Vorsitz hat. Und dadurch ist auch jetzt in den ersten 4 Monaten unserer Mitgliedschaft ein ganz klarer Fokus auf diesem Thema, was tut der Sicherheitsrat bereits zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt in bewaffneten Konflikten und für die Überlebenden? Und wie könnte das Mandat der Sonderbeauftragten für dieses Thema Pramila Patten noch zusätzlich gestärkt werden? Und welche Themen müssten noch zusätzlich belichtet werden? Dazu gibt es bereits Vorbereitungsveranstaltungen im Rahmen des Nationalen Aktionsplans zu 1325, haben wir Einzelaspekte davon auch schon thematisiert im fachlich-operativen Austausch mit der Zivilgesellschaft. Das nächste vorbereitende Ereignis wird nächste Woche stattfinden, wenn die Sicherheitsratsmitglieder nach Berlin eingeladen sind, um in Vorbereitung der Debatte im April über die verschiedenen Aspekte, die da noch nicht ausreichend berücksichtigt sind, zu sprechen und um auch vorzubereiten. Unser Ziel wäre eigentlich, eine Resolution zu erreichen, die in diesen Punkten noch neue Sprache enthält. Da geht es um ähnliche Fragen, wie die hier auch erwähnt wurden, nämlich die Tatsache, dass sexualisierte Gewalt auch Männer und Jungs betrifft, ist vielleicht noch unterbelichtet. Die Frage, ob den in einem, sagen wir mal, Opfer- oder Überlebendenzentrierten Ansatz noch mehr getan werden kann, also außer der strafrechtlichen Aufarbeitung, die Rolle der nichtstaatlichen Akteure in dem Bereich, beim Völkerrecht natürlich alles erstmal staatenzentriert betrachtet wird. Es sind also eine Reihe von Aspekten, die wir da ausleuchten, und auch in New York gibt es Vorbereitungen dafür, eben unter anderem durch diese ARIA-Treffen, die es schon gegeben hat.
Vielen Dank. Wie weit diese mögliche Resolution gekommen ist zu sexualisierter Gewalt, dazu können Sie jetzt einfach noch nichts sagen, nicht? Ja, ja. Was uns bisher bekannt war, war die Tatsache, dass natürlich probiert wird mit diesem besonderen Format im April und der Sonderbeauftragten auch einen größeren Kreis wiederzuziehen und eben nicht nur bei dem Punkt der bewaffneten Konflikte und der sexualisierten Gewalt zu bleiben, sondern zu gucken, wie das auch Auswirkungen hat ins, jetzt sage ich mal, ins normale Leben. Das heißt, dass ein Link hergestellt werden muss, natürlich auch in einer neuen Resolution zwischen dem, was in Kriegszeiten passiert und der Brutalisierung, die in das normale Leben überschwappt, die wir dann unter Domestic Violence so locker finden und die dann dort wieder unter ganz schwierigen Straffreiheitsformen sich abtut. Also diese Resolution, für die wir sicherlich sehr empfänglich wären. Good luck. Darf ich jetzt vielleicht diejenigen, die sich gemeldet haben, für ein Statement als erstes bitten? Und wären Sie einverstanden, Ulrike, könntest du bitte anfangen? Und dann bitte Frau Öktem, Frau Becker, ja, mach doch bitte. Und dann bitte Frau Becker, Frau Köhler und Frau Obole und Frau Daraus, Sie wollten als Letzte gerne, nicht? Gut. So. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier Kommentare zu dem Zero Draft abgeben zu können. Elke Ferner hat ja vorhin schon angedeutet, wir haben diese Arbeit dieses Jahr oder unsere ersten Kommentierungen im Verbund der European Women's Lobby gemacht. Wir sind Gründungsmitglied der European Women's Lobby, hatten vor 14 Tagen unser alljährliches Board-Treffen in Vilnius und haben das benutzt, uns auch vorzubereiten auf den CSW dieses Jahr. Wir haben dann rege kommuniziert über dieses Dokument, Anmerkungen gemacht und ich möchte hier natürlich nur mich auf das Wesentliche, als für uns als Deutscher Frauenrat Wesentliche konzentrieren und nur einige Hervorhebungen machen. Es wundert Sie sicher nicht, dass bei uns ganz oben auch das Thema Unpaid Care and Domestic Work steht. Karin Nordmeier hat es als erstes angesprochen. Wer sich erinnern kann, wer im letzten Herbst bei unserem ersten Vorbereitungstreffen auf die diesjährige CSW dabei war, kann sich vielleicht erinnern, dass sich der Deutsche Frauenrat damals ganz in seinem Kommentar und Beitrag eben auf dieses Thema konzentriert hat, nämlich auf das Thema Aufwertung und Umverteilung von bezahlter und unbezahlter Sorgearbeit. Und deswegen würden wir auch gerne stärker in den diesjährigen Agreed Conclusions das Thema Umverteilung vor allen Dingen wiederfinden. Und zwar das Thema Care Work ist gar nicht so neu. Wir haben das ja rückverfolgt letztes Jahr im Herbst. Das wird schon seit der Pekinger Aktionsplattform zumindest erwähnt und wird dann mit den Jahren auch verschärft und etwas genauer benannt. Aber das Thema Umverteilen, es wird halt immer, das Thema ist Anerkennen, Recognition und Aufwertung, Valuation. Aber uns ist halt vor allen Dingen auch die Umverteilung wichtig. Und deswegen schlagen wir vor, eine Aufnahme eines Absatzes, der übrigens aus den Agreed Conclusions des vergangenen Jahres stammt, wo es nämlich heißt, adopt effective measures to reduce and redistribute the disproportionate share of unpaid care and domestic work by promoting whatsoever. Unsere Idee ist natürlich dabei, auch den gesetzlichen Rahmen weiter auszudehnen. Wir wissen, dass die Elternzeit, die sogenannte, ich darf das ja gar nicht mehr sagen, meine Kollegin haut mich, also dieses Vaterzeit ist ganz out bei uns, man muss sagen, irgendwie zweite Partnerzeit oder Partnerzeit ist ja klar. Das ist natürlich ein erster Schritt, aber nur ein allererster, dabei kann es nicht bleiben. Es braucht andere verschärfende Maßnahmen, legale oder auch Anreize, es muss ja nicht immer negativ sein, um diese Verteilung dieser Sorgearbeit zu beschleunigen. Und dabei wäre es uns eben wichtig, dass wir das nicht nur, wie auch jetzt in dem Zero Draft steht, eben nicht nur auf die Fathers und beschränkt wird, sondern dass wir von Second Partners oder Partners reden. Es können ja auch in einem Frauenpaar
die andere Mutter, die andere Partnerin auch dieses übernehmen. Das wollen wir im Sinne der Diversity natürlich auch gerne sehen. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist Gender Budgeting. Wir wissen, dass das ein Thema ist, was Aufwind bekommen hat, obwohl es natürlich auf dem nationalen Bereich sowieso im internationalen, aber auch nicht sehr viele gute Praktiken gibt, was die Umsetzung von Gender Budgeting betrifft. Aber wir wissen trotzdem, dass es eine grundsätzliche Voraussetzung ist, gerade auch für die sozialen Sicherungssysteme, die Haushalte nach Geschlechtergerechtigkeit auszulegen und zu überwachen. Und da empfehlen wir eben Ergänzungen an verschiedenen Stellen, wo wir dann über Including Gender Responsive Taxation gerne drin hätten oder Scale Up Gender Responsive Investment oder auch an einem Stelle Prioritize Investment Based on Gender Responsive Budgeting, einfach um das Thema zu setzen und beizubehalten und weiterzutragen. Dann wären wir interessiert zum Thema Schutz der Daseinsfürsorge vor profitorientierter Privatisierung. Da wünschen wir uns eine viel stärkere Sprache in Richtung vielleicht Protect Public Services from Profit-Driven Privatization or Privatization. Das könnte da gut reinkommen, zum Beispiel bei Paragraph 15s, nur zur Anregung. Dann ist eine von der ILO, nein, Frau Dr. Niederfrank ist heute nicht da, ist jemand von der ILO da? Nein. Uns ist aufgefallen, dass uns ganz und gar der Hinweis auf die ILO fehlt in diesem Draft. Wir wissen aber, ein Verweis auf die ILO ist zwingend, denn wir wissen, dass sie eine Vielzahl Empfehlungen, aber auch Konventionen, gerade im Blick auf die Social Protection Floors verabschiedet hat und es sollte da unbedingt auftauchen. Und last not least vielleicht, es ist eine Vertreterin des Deutschen Instituts für Menschenrechte da. Vielleicht sage ich jetzt was Sie sagen wollten. Ich probiere es. Ich habe den Auftrag, der Deutsche Frauenrat ist Mitglied im Trägerverein des Deutschen Instituts für Menschenrechte und wir möchten dringend das Anliegen des Dachverbands der Nationalen Menschenrechtsorganisation hier befördern, auch in den diesjährigen Agreed Conclusions mit einem eigenständigen Absatz aufgenommen zu werden, die die Nationalen Menschenrechtsorganisationen explizit die Teilnahme an den Sitzungen der Frauenrechtsorganisation ermöglicht. Die Verhandlungen darum scheinen jedes Jahr schwierig. Ich habe das persönlich nicht erlebt. Ich kann das nur so weitergeben. Und daher die dringende Bitte, dass analog zu den Agreed Conclusions im vergangenen Jahr das Erreichte auch in diesem Jahr wieder durch einen Absatz dort festgeschrieben wird und womöglich dieser Absatz auch noch verstärkt werden kann. Und dazu gibt es vom Deutschen Institut für Menschenrechte einen Textvorschlag, den ich gerne nachreichen werde. Das war's von meiner Seite. Dankeschön. Danke. Frau Oktem? Bitte, da ist sie. Da ist sie. Ja. Von hier sprechen? Oder? Ja, erstmal vielen Dank für die Möglichkeit, hier was sagen zu können. Auch vielen Dank an Deutsches Komitee UN Women, dass sie uns die Teilnahme an der CSW in New York ermöglichen, weil wir als nationale Menschenrechtsinstitution eben nicht diese Möglichkeit haben, sondern zwischen Staat und Zivilgesellschaft hängen und entweder sozusagen auf dem Staatenticket fahren müssen oder auf dem Ticket einer NGO. Genau. Und ich würde gerne ein paar Punkte sagen. Zum ersten wäre das zum Paragraphen 15p. Zwei kleine Sachen. Das eine ist auch etwas, was ein Ergebnis eines gemeinsamen Fachtages war, der hier zuletzt vor 2 Wochen stattfand, vom Institut aus veranstaltet, DJB und dem BMSFSJ. Das war der Punkt, dass es eine bessere Verzahnung von Beratungs- und Unterstützungsstrukturen geben sollte, insbesondere für besonders vulnerable Gruppen, wie beispielsweise im Bereich Wohnungslosigkeit und Gewaltschutz. Frauen, die einerseits durch Gewalt wohnungslos werden, sind dann wiederum besonders von oder Gewalt ausgesetzt oder in Möglichkeit von Gewalt ausgesetzt und umgekehrt wohnungslose Frauen sind auch wieder besonders gefährdet von Gewalt betroffen zu sein.
Das Zweite, in dem gleichen Absatz fänden wir auch gut, wenn dort klargestellt werden würde, dass auch die Bedürfnisse der Kinder von gewaltbetroffenen Frauen mit in den Blick genommen werden. Einfach das Beispiel bei der Aufnahme ins Frauenhaus, kleine Kinder können vielleicht mit, aber was ist, wenn die Frauen 14-, 15-jährige Jungs haben und dann eben nicht mehr aufgenommen werden können. Dann zum Paragraphen 15 Doppel-I ist das, glaube ich. Da geht es um Datenerhebung. Da würden wir noch vorschlagen, auch Behinderung und Zugehörigkeit zu einer ethnischen Minderheit aufzunehmen, um diese Dimension der Diskriminierung eben auch noch erfassen zu können und auf dieser Grundlage dann auch Maßnahmen ergreifen zu können. Und ja, Sie haben es jetzt eben schon genannt, wir wünschen auch dieses Jahr wieder diesen eigenen Absatz für nationale Menschenrechtsinstitutionen und die Möglichkeit, dass das Sekretariat in den nächsten Jahren als Sekretariat der FRK eben spezifisch auch Vorschläge ausarbeitet, wie das denn ermöglicht werden kann. Das ist im Moment immer noch nicht der Fall. Es ist so, dass alle zwei Jahre eine Resolution zur nationalen Menschenrechtsinstitution in der Generalversammlung verabschiedet wird. Und Deutschland ist hier Hauptsponsor. Und das, was in den vergangenen Jahren erreicht worden ist, in dieser Resolution, was festgeschrieben worden ist, da haben wir in anderen Bereichen schon Fortschritte gesehen, zum Beispiel bei der Open-Ended Working Group on Aging, aber eben noch nicht im Bereich FRK. Und da würden wir uns freuen, wenn Sie das auch dieses Jahr wieder unterstützen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ein überaus unterstützenswertes Unternehmen, Unterfangen, wie wir in unserem Vorstand heute auch beschlossen haben, weil wir diesen Paragraphen dringend drin haben wollten. Vielen Dank, Frau Öktem. Jetzt war es Frau Becker, gell? Hatte ich gesagt als nächstes. Wo ist sie? Da ist sie. Ja. Auch von meiner Seite vielen Dank, dass ich hier sprechen darf und überhaupt vielen Dank, dass wir mitreisen dürfen und die Möglichkeit haben, nochmal, also für mich jetzt nochmal an der Konferenz teilzunehmen, wo ich mir eben auch vorgenommen habe, mich stärker einzubringen. Aber in unserem Verband ist es auch was ganz Besonderes. Also ich komme von einem ganz kleinen Verein. Das sind alles Frauen, die in und mit den digitalen Medien arbeiten und wir werden diesmal einmal mit mir dort sein, also als Teil der Regierungsdelegation und dann aber eben auch noch in der NGO-Delegation, also relativ breit aufgestellt. Das hat sich bei uns so entwickelt, weil wir gesagt haben, wir müssen international tätig werden. In Deutschland kommen wir nicht wirklich weiter. Und deshalb bin ich ganz glücklich, hier unser Statement einbringen zu können. Also das diesjährige Thema der Sicherungssysteme betrifft natürlich Frauen in den digitalen Medien besonders stark, da sie Gewaltkampagnen und Mobbing ausgesetzt sind und ihre Stimmen verstummen. Das wissen wir alle aus den sozialen Medien, aber es ist eben so, dass viele sich dann zurückziehen und gleichzeitig genau diese Frauen das Potenzial haben, die Situation zu verändern und daran mitzuwirken, die Sicherheit im Netz zu stärken, weil eben genau diese Frauen auch programmieren und auch Ideen haben, wie die Sicherheit hergestellt werden könnte. Als Forderung haben wir formuliert, einmal ein stärkerer Zugang zur Technologie für Mädchen und Frauen. Ist auch alles nicht neu, aber ich denke, es ist wichtig, das auch international anzupacken. Dann die Gleichberechtigung im Digitalen, also einfach die ganzen Sachen weiterzudenken und eben auch in die neue digitale Welt zu übertragen. Keine Entwicklungen mehr zuzulassen aus reinen Männerteams, was heute eben, ich sag mal, der Standard ist. Weiterhin die Überarbeitung der Anforderungen für künstliche Intelligenz, weil es kann ja nicht sein, dass später Frauen in dieser Welt, in dieser digitalen Welt gar nicht mehr vorkommen, weil ihre Gesichter nicht erkannt werden. Es ist jetzt einiges schon gesagt worden. Ja, das passiert schon, da gibt's Forschung zu. Es ist einiges schon von Frau Helwert gesagt worden, da möchte ich mich gerne auf zwei Punkte beziehen. Also einmal das Gender Budgeting. Ist eben auch ganz wichtig, im digitalen Gender Budgeting einzuführen. Und der zweite Punkt, die Profitorientierung. Das ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt, weil im Moment das nur nach kommerziellen Regeln läuft und zum Beispiel im Silicon Valley es gar keine Frauen gibt und da werden dann Prostituierte eingeladen, damit die Männer, die jungen Männer nicht so ganz alleine sind auf ihren Partys. Also das nimmt Formen an, die sind wirklich grenzwertig und deshalb,
unser Engagement, was natürlich rein ehrenamtlich ist, aber uns ist es ein großes Anliegen und wir freuen uns eben auch sehr, die Möglichkeit zu haben und wollen diese Themen stärker einbringen. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Frau König? Ach so, die hatte ich vorhin schon nochmal. Das waren die Webgirls. Das war Frau Becker von den Webgirls. Vorher war es Frau Öktem von dem Deutschen Institut für Menschenrechte und begonnen hat Frau Hellwert vom Deutschen Frauenrat. Ganz herzlichen Dank für diese Möglichkeit, auf diesen Draft einzugehen. Gabriele Köhler, Deutsche Gesellschaft Vereinte Nationen und Women Engage for a Common Future. Ich habe 4 oder 5 Punkte. Der erste ist, dass Flüchtlinge nicht vorkommen in dem Text. Und wie wir wissen, sind ja die Hälfte der geflüchteten Menschen auf der Welt sind Frauen. Und es wäre sehr wichtig, das mit einzufügen und damit dann auch einen Hinweis auf den Global Compact for Refugees, der jetzt im Oktober, November, Dezember verabschiedet wurde. Zweiter Punkt, bei der Intersectionality wäre es mir ein großes Anliegen, dass das Konzept der Kaste auch mit eingeführt wird. Denn das Kastenwesen, das ja nicht nur in Südasien oder auch in anderen Ländern da ist, hat ja ist sehr stark verknüpft mit einer Ausgrenzung aufgrund von ritueller Verunreinigung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man vielleicht dann auch in diesem Parallel-Event ansprechen kann in Bezug auf Gender-Sensitive Water and Sanitation Access, weil da geht es ja auch darum, in kastenorganisierten Gesellschaften, wie man das angeht. Dritter Punkt zu Artikel 15j. Ist schon gesagt worden, wäre sehr wichtig, vor allem die ILO Recommendation 202 anzuführen über Social Protection Floors, die auch ein starkes Gender-Element beinhaltet. Vierter Punkt, universell, und es ist schon gesagt worden, ist ungeheuer wichtig. Im Draft in 15N steht im Moment broad, und es ist wirklich wichtig, dass wir kämpfen für universellen Zugang zu sozialer Sicherung. Es freut mich ungeheuer, dass die deutsche Delegation das auch pushen will. Ich komme aus der Social Protection Szene und seit Jahren kämpfen wir darum, dass man das wirklich als ein Menschenrecht sieht und nicht irgendwie eine Ausnahme für die besonders Armen oder die besonders Benachteiligten, sondern für alle. In dem Zusammenhang oder, also entweder bei 15N oder bei 8, wäre es dann auch wichtig, auf den Global Compact on Orderly Migration hinzuweisen, der einen exzellenten letzten Hinweis hat, auf Englisch heißt es Portability of Social Protection, also die Übertragbarkeit von Rechten an sozialer Sicherung. Und das ist eine Errungenschaft, dass es da steht und das müssen wir auch, glaube ich, hinübertragen in die Frauenrechtsdiskussion. Gender Budgeting wollte ich noch hinzufügen. Women Engage for a Common Future hat dazu sehr gute Materialien, Beispiele aus anderen europäischen Ländern und einer deutschen Stadt, die Gender Budgeting schon macht, und es ist dann vielleicht ganz gut, wenn man auch so Beispiele anbringen kann, kann ich ja nachreichen. Und jetzt freue ich mich sehr, dass die Deutsche Gesellschaft Vereinte Nationen auch 2 junge Delegierte nach New York schicken wird, die jetzt, glaube ich, nach mir sprechen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Köhler. Darf ich eine Frage zum Technischen stellen? Sie haben jetzt eben nur die Kasten erwähnt. Wie ist es denn mit den Inuit? Also wie ist es denn mit denen, die ja im Moment seit 2 Jahren nun auch endlich einen runden Tisch haben bei den Vereinten Nationen. Wären die dabei dann auch mitgemeint? Müssten die bitte... Das ist, glaube ich, schon eine getrennte Kategorie. Indigene müsste wahrscheinlich dann auch aufgeführt werden. Eine andere Diskussion. Rasse steht ja noch dort und da gibt es einen langen Diskurs dazu, den ich jetzt nicht öffnen will. Ja. Aber dass man sicherstellt, Kaste ist ein Punkt, Indigene auf jeden Fall auch. Gut, ja. Das wäre mir wichtig. Vielen Dank. So, jetzt bitte, ihr kommt sicher im Doppelpack. Ja, wunderbar. Genau, wir sind Lisa und Ivier von der DGVN, also die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Als Jugendbeobachterinnen. Hört man mich jetzt? Lauter reden? Okay. Und ich beziehe mich einmal auf den Punkt 15x. Versteht man mich jetzt besser? Ja? Okay, gut. Okay. Da geht es um Clean Water und die Sanitäranlagen. Also das unterstützen wir prinzipiell sehr. Genau, das einfach geeignete Sanitäranlagen in Schulen bereitgestellt werden müssen.
Und sonst zu Punkt 10 hätten wir noch, dass negative soziale Normen, die Familien dazu veranlassen, weniger Wert auf das Recht für Bildung für Mädchen zu legen. Das muss überbrückt werden. Und sonst hatten wir noch, dass betont werden muss, dass Mädchen speziell betroffen sind von Armut, Kinderarbeit, aber auch vor allem von unbezahlter Arbeit, wie im Haushalt, Zwangsheirat, Genitalverstümmelung und Gewalt und sexueller Belästigung. Dabei ist auch nochmal zu erwähnen, dass man Genitalverstümmelung als globales Problem ansehen müsste und nicht nur als ein Problem, was nur, keine Ahnung, in Afrika oder in den arabischen Ländern geschieht, sondern das ist genauso ein Problem auch in Frankreich, wo da, ja genau, oder auch die Länder, genau, das sind so die Punkte dazu. Und jetzt spricht Ivie. Ja, ich bin Ivie, ich darf mich dem anschließen und habe noch ein paar weitere Punkte. Und zwar wäre uns auch sehr, sehr wichtig, dass man anerkennt, dass strukturelle Faktoren dafür verantwortlich sind, dass die Rolle, die sozialen Normen, die Gender-Stereotypen, die es gibt, gewachsen sind. Und wir sehen, dass diese Anerkennung, dass das die Ursache ist, extrem fehlt. Das kommt nicht vor. Und es würde sich zum Beispiel im Paragraph 8 anbieten, das einzugliedern, damit man auch wirklich eine Basis hat, auf die man sich beziehen kann und es auch beim Namen nennt. Gleichzeitig wünschen wir uns auch, das wurde schon ein paar Mal genannt heute, dass Rücksicht genommen wird auf die verschiedensten Rollen von Frauen in dieser Welt, Thema Intersektionalität. Es werden da immer wieder verschiedene Diskriminierungen genannt, aber man könnte auch einfach den Begriff der Intersektionalität nennen und klar benennen, dass die Unterschiedlichkeit wahrgenommen wird. Und im Zuge dessen vermissen wir auch sehr stark den, wir hatten es glaube ich heute auch schon, sexuelle Orientierung und Identität, Transgender, transsexuelle Menschen, die sich allein durch die Bezeichnung Women und Men nicht wiederfinden im Zero Draft, was wir sehr, sehr schade finden und uns sehr wünschen würden, dass man darauf eingeht und es auch benennt. Und abschließend sind wir natürlich Jugendbeobachterinnen und deswegen ist es uns auch sehr, sehr wichtig, darauf einzugehen, dass sowohl im Prozess als auch bei der Umsetzung vom Zero Draft junge Menschen mehr einbezogen werden. Im Optimalfall kann man das auch direkt in Zero Draft verankern, dass darauf Wert gelegt wird, das Thema Generationengerechtigkeit, dass wirklich alle Frauen beteiligt sind an Themen, die alle Frauen betreffen. Und deswegen wollten wir auch am Schluss sein, damit wir Ihnen das allen mit auf den Weg geben können, damit Sie das auch nicht vergessen, dass wir uns gerne auch im Voraus und im Nachhinein und währenddessen einbringen, einfach um junge Frauen und deren Stimme stärker zu vertreten, auch innerhalb ihrer Organisation freuen wir uns immer, weil es ist einfach sehr, sehr schwer, weil junge Menschen müssen lernen, müssen studieren, müssen in die Schule gehen, die zu erreichen. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig für eine langfristige und nachhaltige Umsetzung. Dankeschön. Vielen Dank, vor allen Dingen für den letzten Appell. Der kommt bei uns natürlich in ziemlich offene Ohren, aber wir werden ihn weitertragen. Inzwischen haben wir ja in New York Funkzele als Executive Director und die hat es ja mit vielen Nachdrücken seit 2 Jahren jetzt zum dritten Mal schon geschafft, dass ein Jugendforum zu dem CSW vorgeschaltet ist. Ich bin allerdings im Moment nicht genau informiert, wie es in diesem Jahr jetzt endgültig laufen wird. Kann sie was sagen? Bitte. Am 9., also tatsächlich am Samstag, wie in den letzten Jahren auch. Da gibt es immer Schwierigkeiten, weil dann die UNO zu ist und all solche Geschichten muss extra gemietet werden und naja, und die Security und so weiter. Aber wenn es am 8. läuft, ist es, naja, das Search Center ist ja überlaufen mit allem. Dann ist ja hervorragend, wenn es am Samstag läuft. Und dann wollen wir hoffen, dass es auch in diesem Jahr, vielleicht wissen Sie das auch, in diesem Jahr so ist, dass das Statement, was das Jugendforum erarbeitet, in der Opening Session von den Jugendlichen vorgetragen werden darf. Wisst ihr das schon? Das wisst ihr noch nicht. Aber das wäre natürlich ein zweites Mal und ein sinnvolles, was die Leute zum Zuhören bringen könnte.
Vielen Dank für die Forderungen und die Statements. Jetzt öffne ich für die allgemeine Diskussion. Karin? Also, ich bin Karin Roth, war lange Zeit im Bundestag und auch sonst in der Frauenbewegung, seit, glaube ich, 40 Jahren aktiv. Daraus schließt man, wie alt ich bin. Also auf jeden Fall erstmal wunderbar, dass wir alles so gemeinsam machen. Und vor allen Dingen nochmal der Hinweis von der ILO, weil die ILO tatsächlich zur sozialen Sicherung mehr gesagt hat, als überhaupt bekannt ist. Und dazu gehört vor allen Dingen auch das Thema informeller Sektor und soziale Sicherung. Und dazu gibt es wirklich viel zu sagen, weil das ist ja das, was wir nicht im Blick haben. Das kommt allerdings demnächst, wenn wir diese ganze Digitalisierung haben, dann gibt es den informellen Sektor auch bei uns. Weil dann sind die Frauen, die ja heute noch im Experiment sind zu arbeiten, dann sind sie wirklich selbstständig und dann können sie dann mit ihrer sozialen Sicherung machen, was sie wollen. Deshalb müssen wir ja auch hier in Deutschland diese Selbstständigen, die dann selbstständig sind, aufnehmen in die soziale Versicherung, also das heißt Krankenkasse und auch Rente. Ich will das deshalb betonen, weil wir diesen Blick haben müssen, nicht nur von uns aus, sondern aber auch von uns aus, was die Zukunft angeht. Weil diese Arbeitsverhältnisse im digitalen Sektor werden, das ist meine Einschätzung, zunehmend privatisiert im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt keine Arbeitgeber mehr, sondern nur noch Individualisten. Und dazu gehören dann auch ganz viele Frauen. Also dieses Thema aufnehmen, nicht nur im Sinne, da gibt's was, jetzt kommt das Thema zur BMF, sondern vor allen Dingen auch in Richtung öffentlicher Unterstützung, Modelle oder Konstruktionen zu machen, dass das nicht etwa nur privatisierte soziale Versicherung ist, sondern eine kollektive öffentliche Sicherung. Das ist das Erste. Das Zweite ist, Elke, du hast so schön gesagt, wir haben ja kein Problem mit dir oder kein Thema der Ideen, sondern ein Umsetzungsproblem. Und eines der größten Umsetzungsprobleme ist, dass wir in der Frage, wie soll das denn verändert werden, die Idee haben müssen, nicht nur Gender Budgeting, das ist auch klar, sondern die Frage, welchen Anteil zum Beispiel die sozialen Sicherungssysteme im Haushalt eines jeden Landes sein muss, weil sonst ist ja privatisiert. Also, dazu gibt es wahrscheinlich noch keinen Absatz, aber der Absatz müsste sein, dass soziale Sicherungssysteme erstens öffentlich gewährleistet sein müssen. Ja, das ist ja bei uns ganz selbstverständlich. In Amerika gibt es keine Krankenversicherung. Die Obama-Versicherung wird ja gerade wahrscheinlich zum Teil abgeschafft, sondern eine öffentliche, rechtliche Versicherung in den sozialen Sicherungssystemen, einschließlich natürlich dann auch für die anderen Themen, die wir haben. Das wird in der Regel nicht der Fall sein, dass wir das hinkriegen. Aber wir müssen endlich die Debatte darüber führen, dass in einem Staatshaushalt nicht nur die Frauenfrage generell diskutiert und untersucht wird, sondern dass wir auch wollen, dass in diesem Staatshaushalt ein bestimmter Prozentsatz für soziale Sicherungssysteme ausgegeben wird und natürlich übrigens auch für andere Themen wie Bildung und so weiter. Das ist nicht drin, 100% nicht drin, aber wir müssen es reinbringen und da muss man jetzt die Debatte machen, privat oder öffentlich. Und diese Auseinandersetzung, die kommt übermorgen, weil nämlich all die Frauen, die dann in diesen digitalisierten Berufen sind, in der Regel ja freiwillig versichert sind. Und das müssen sie dann auch freiwillig zahlen. Also dieses Thema zu verknüpfen mit dem Thema öffentliche Finanzierung von sozialen Sicherungssystemen, das scheint mir nicht nur ein Umsetzungsproblem zu werden, sondern das ist der Schlüssel, die Umsetzung zu organisieren. Das wäre mir wichtig. Und sonst habt ihr ja 1000 Ideen und das ist auch in Ordnung so. Also ich glaube nicht, dass es realistisch ist, einen bestimmten Prozentsatz oder sowas zu fordern, zumal ja auch die Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme sehr unterschiedlich ist. Die einen finanzieren überwiegend über Beiträge, die andere über Steuern. Also nehmen wir jetzt Deutschland und Schweden als Gegenpaare. Aber was, denke ich, ganz wichtig ist, die Debatten haben wir übrigens auch national zu führen, dass eben wegen der sich
so sehr veränderten Erwerbsbiografien eben diese Zerteilung der Sicherungssysteme, insbesondere der Alterssicherungssysteme, nicht mehr zeitgemäß ist, weil ja einfach, weil das alles sehr lange Prozesse sind. Wir reden über Erwerbsverläufe von 40, 45 Jahren. Und wenn ich eben diesen Erwerbsverlauf in 3, 4, möglicherweise 5 unterschiedlichen Alterssicherungssystemen zubringe, dann reicht keins. Auch die Addition von 3, 4 oder 5 reicht dann nicht aus für eine auskömmliche Rente. Und deshalb, glaube ich, muss man deutlich machen, dass die sozialen Sicherungssysteme, also die Absicherung der großen Lebensrisiken, also Altersversorgung, Gesundheitsversorgung, Absicherung im Pflegefall und Absicherung im Fall der Arbeitslosigkeit, dass das sozusagen nicht von dem Erwerbsstatus abhängen darf, sondern das ist etwas, wo alle einen Zugang zu haben müssen. Und wenn ich sage, alle müssen einen Zugang zu haben, dann muss man auch die Pflicht haben, dass sich da niemand rausstehlen kann, nur weil es gerade für den Moment vielleicht ein bisschen günstiger ist. Also das sind, glaube ich, die Dinge. Ob das nun, das ist ja auch bei uns in Deutschland noch nicht so richtig durch, diese Diskussion. Da gibt es ja durchaus auch Verfechter, die sagen, naja, aber die Trennung in private und gesetzliche Krankenversicherung, das wollen wir mal schön aufrechterhalten. Und dann die Beamten in ein universelles Alterssicherungssystem, das soll nun auch nicht sein und. Also da haben wir auch noch ein paar Aufgaben selber zu machen. Aber ich glaube, man muss einfach deutlich machen, die Erwerbsbiografien, auch der Wechsel zwischen Selbstständigkeit, Freiberuflichkeit, abhängiger Beschäftigung, Phasen, die man für andere Dinge braucht, für Kindererziehung, für Pflege von Familienangehörigen, auch für die eigene Weiterqualifizierung und so weiter. Das muss alles irgendwo abgesichert sein, und zwar nicht in 5 verschiedenen Systemen, sondern in einem, damit eben dann das auch nachhaltig ist und die Lasten dann auf möglichst viele Schultern verteilt sind. Ich war ja auch mal zuständig in meiner Fraktion für das Thema Gesundheitspolitik, und ich habe immer gesagt, am besten zahlt man möglichst viel in die Krankenversicherung ein. Das heißt, man verdient gut und holt am besten nie was raus. Das heißt, man bleibt lange gesund. Also insofern gibt es eben auch Sicherungssysteme, die man braucht, wenn es eng wird, aber die man hoffentlich nie in Anspruch nehmen muss, aber trotzdem reinbezahlt. Vielen Dank. Weitere Fragen? Ja. Also ich bin Tanja von Uslar, ich bin die neue Beauftragte im Auswärtigen Amt für Menschenrechte, und ich hoffe, ich habe noch etwas Welpenschutz. Jetzt als Neuankömmling in dieser ganzen Thematik, wenn ich Ihnen jetzt eine Frage stelle, die einfach meinem Verständnis dient. Ich habe jetzt der Diskussion die soziale Absicherung von Fürsorgeleistungen im familiären Bereich mir angehört, und ich habe den Eindruck, dass wir eine sehr westliche Diskussion im Moment führen, dass wir eben ausgehen von unseren sozialen Sicherungssystemen, und wenn man überlegt, dass Europa mit ungefähr 7% der Weltbevölkerung 50% der Sozialausgaben ausgibt, dann bedeutet das, dass der Rest der Welt mit sehr viel weniger auskommt. Von daher frage ich mich, wie sehr wir die Diskussion, die wir im Moment führen, so wichtig sie für uns ist, so luxuriös ist sie aus der Sicht von vielen anderen Frauen weltweit. Ich war noch nie bei einer Frauenrechtskommission-Sitzung in New York. Ich weiß nicht, wie das abläuft. Aber Sie waren alle schon da und haben Ahnung, wie ist die Zusammenarbeit, der Interessenausgleich und auch die Kooperation über die Kontinente hinweg in solchen Fragen. Ja, ergänzend. Ich sehe es nicht als luxuriös, ohne Sie da abwerten zu wollen. Aber dann dachte ich doch, als Karin da so vehement und Frau Ferner geredet haben, das sind Standards, die wir hier angesichts der Digitalisierung und Globalisierung und Schwächung des Sozialstaats hier durchkämpfen müssen, die ja zum Beispiel, es gibt nicht mal in Italien eine anständige Arbeitslosenversicherung, das wollen die Links- oder Rechtspopulisten da jetzt ja irgendwie gegen den EU-Haushalt, gegen die Stabilität des EU-Haushalts durchdrücken. Und wie es in Osteuropa aussieht, sieht es natürlich auch schlecht aus. Ich
frage mich, wenn man verhindern will, dass man sozusagen nur schöne Worte und Erklärungen da verabschiedet, die noch schlechter umsetzbar sind als das bisherige, wie denn die Frage Absicherung von Sozialsystemen, also zum Beispiel jetzt von den ganzen Maquiladora-Arbeiterinnen in den Freihandelszonen, von denen im informellen Sektor in Afrika, auf den Märkten, von den Massen an Frauen in Afrika, die ja überhaupt keine Altersversicherung haben und deswegen sich viel zu viel Kinder aufzwingen lassen. Wie wird das denn jetzt integriert, der Anspruch der Sozialsicherung und öffentlicher Sozialsysteme mit der Frage Entwicklungspolitik und was wir in der Entwicklungspolitik fördern? Dass man da, ich finde, dann müsste man auch gezielt in den Bereich, also reproduktive Rechte, Verhütungsmittel für Frauen, Alterssicherung gezielt für Frauen, müsste man umstrukturieren, sonst wären das nur schöne Worte. Ja, da kann ich vielleicht kurz was zu sagen. Also Sie haben völlig recht, das ist eine Riesenherausforderung. Es ist absolut natürlich nicht so, dass wir hier jetzt die Lösung hätten für Länder, die einfach sehr viel ärmer sind und vor allem auch sehr viel schlechtere Steuersysteme haben. Aber worum es in erster Linie geht, ist eben auch in Regierungsverhandlungen mit der technischen Zusammenarbeit darauf hinzuwirken oder Erfahrungen zu teilen. Ne? Also es kann mit der Entwicklungszusammenarbeit oder mit den ODA-Geldern können wir das nicht lösen, das Problem, das ist völlig klar. Aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten und es muss Möglichkeiten geben im eigenen Land. Taxation ist da, also die Besteuerung ist da das Stichwort. Ein Steuersystem einzuführen, das tatsächlich ein gewisses Einkommen generiert, das dann wieder in soziale Systeme investiert. Ich glaube, irgendwo sind Taxes drin. Ja, ja. Ist ganz entscheidend. Und die Sache ist aber die, das eben nicht als in erster Linie als Ausgaben zu sehen, sondern das als Investitionen zu sehen. Und das ist es nämlich. Das sind Investitionen. Und wie Sie gesagt haben, also wenn Frauen mehr Bildung haben und wenn sie besser abgesichert sind, dann bekommen sie normalerweise auch weniger Kinder. Oder zum Beispiel in Südafrika ist eine Grundrente eingeführt worden für alle, ganz egal, ganz unabhängig von irgendwelchen, also nicht beitragsfinanziert. Und die hat also sehr, sehr positive Auswirkungen gehabt auf das Leben gerade von älteren Frauen, die plötzlich in der Familie anerkannt waren. Manchmal hat die ganze Familie von dieser Rente gelebt und eben ganz anders auch wertgeschätzt wurden. Dann auch eine ganz andere Gesundheitsversorgung bekommen haben, schon von der Familie und so. Ne? Also das sind manchmal relativ kleine Sachen, die sich dann aber wirklich sehr, sehr auswirken. Und insofern ist eben das Wichtige, das als eine Investition zu sehen und zu gucken, wie kann man über die nationalen Steuersysteme Gelder generieren dafür. Und da können wir als EZ, denke ich, hauptsächlich auf der Beratungsseite wirken und in Regierungsverhandlungen wirken und so weiter und das unterstützen. Ja, vielleicht ergänzen noch, wie arbeiten die Länder miteinander zusammen. Also meine Erfahrung war immer, dass wir doch sehr viele auch bilaterale Gespräche gehabt haben, jetzt nicht nur aus der eigenen Blase, sondern durchaus auch mit Ländern aus Südamerika, aus Afrika, aus Asien und man durchaus dann auch an der einen oder anderen Stelle, wenn da konkrete Unterstützungswünsche waren, wie nach dem Motto, wie löst ihr denn dieses oder jenes Problem, da man durchaus auch in eine weitere Kooperation hineinkommen konnte. Natürlich ist es alles sehr unterschiedlich. Selbst in Europa haben wir 28 unterschiedliche Systeme der sozialen Absicherung in Nuancen. Man kann sagen, gut, es gibt zwei Grundfinanzierungsmodelle, aber trotzdem die Frage des Umfangs, wer ist einbezogen und so weiter, das ist alles selbst in Europa sehr, sehr unterschiedlich. Und deshalb glaube ich, kann man da einfach auch nur Erfahrungen weitergeben, darauf aufmerksam machen, was funktioniert und was funktioniert vielleicht, wenn man sich mal das Beispiel Argentinien anguckt, wenn dann irgendwo ein größerer Börsencrash ist, dann sind halt eben, ist die private Altersvorsorge eben weg. Und wenn man neu anfängt, wenn man schon bestehende Systeme hat, ist das Ganze schwieriger umzugestalten, weil das alles sehr, sehr lange
Prozesse sind. Aber trotzdem, glaube ich, kann man da durchaus auch voneinander lernen und Erfahrungen weitergeben. Aber die Entscheidung, wie das jetzt jeweils national gemacht wird, das muss eben auch national getroffen werden. Wichtig ist halt auch im Rahmen einer globaler werdenden Welt, dass man, wenn man sich sozusagen über Staatsgrenzen hinweg bewegt im Laufe seines Erwerbslebens, dass das irgendwo auch ein gewisses Maß an Portabilität, insbesondere bei der Altersversorgung, mit sich bringt. Aber auch das ist selbst in Europa noch nicht so richtig gut geregelt. Wenn die Menschen wüssten, auf was sie sich einlassen, dann würden sie wahrscheinlich sehr viel weniger bereit sein, auch grenzüberschreitend zu arbeiten oder auch mal das Land zu wechseln für eine bestimmte Zeit in ihrem Erwerbsverlauf. Vielleicht dazu ergänzend, also mein Eindruck ist auch, dass der Zero Draft in der Hinsicht eben realistisch ist, dass er keine Definition dessen, was Social Protection exakt umfassen müsste, anstrebt, auf die man sich wahrscheinlich eben auch nicht einigen könnte, sondern es dabei belässt, eben an der einen Stelle klarzustellen, dass da darunter jetzt, wenn es um die Unpaid Care geht, eben natürlich Gesundheits-, also Healthcare und Pensions dabei ist, aber es weiter nicht definiert. Und der Versuch wäre wahrscheinlich auch zum Scheitern verurteilt. Umgekehrt ist eben der Ansatz zu sagen, die sozialen Sicherungssysteme, die es gibt, bei denen muss das politische Ziel sein, dass sie zugänglich sind und dass sie gleichermaßen zugänglich sind und dass sie bestimmte Bedingungen erfüllen. Darauf können sich dann natürlich auch die unterschiedlichsten Staaten hoffentlich einigen, wenn damit eben möglich bleibt, von unterschiedlichen Systemen ausgehend das gleiche Ziel zu verfolgen. Der Zugang, ja. Das als wichtiges Schlüsselwort. Dazu noch etwas? Sonst, Frau Köhler, wolltest du dazu? Komm bitte. Also direkt dazu gleich, Frau Köhler. Danke, ich bin Katrin Erlingsen von der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung. Und ich würde gerne nochmal auf das, was Frau Rückert eben am Ende sagte, eingehen. Es gibt ja die Agenda 2030 und im Gesundheitsbereich zum Beispiel ist eins der Unterziele, dass Universal Health Coverage erreicht werden soll. Und ich denke, das ist ein Punkt, der im Zero Draft noch recht schwach vorkommt. Es ist ein bisschen was da, aber ich denke, dort könnte noch mehr ausgebaut werden, damit alle Menschen Zugang zu einer qualitativ guten und auch erschwinglichen Gesundheitsversorgung haben, die eben auch die sexuelle und die reproduktive Gesundheit mit umfasst. Und dazu noch eine ganz kurze Anmerkung. Es freut mich total, dass dieses Thema der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und Rechte und auch der umfassenden Sexualerziehung so oft erwähnt wurde und von allen drei Ministerien erwähnt wurde. Das war nicht in allen Jahren so. Wir streiten seit langem dafür, dass sich diese Themen auch in der UN-Sprache wiederfinden. Und ich freue mich da auf die Zusammenarbeit in dem Bereich. Vielen Dank, Katrin. Frau Köhler, bitte. Danke. Wir hatten ja, glaube ich, schon Einigkeit, dass wir nicht zurückfallen wollen hinter Beschlüsse, die es schon gibt. Und dieser Social Protection Floor von 2012 hat vier Garantien definiert, nämlich gesundheitliche Sicherung, Universal Coverage, Sicherheit im Alter, also eine universelle Rente, auf vielleicht kleinem Niveau, aber ein Recht auf eine universelle Rente, Kindersicherung, also Kindergeld in irgendeiner Form, und dann auch eine Absicherung in Fällen von Arbeitslosigkeit, informeller Arbeit, Unterbezahltheit und Armut. Und diese Social Protection Floor ist nur eine Empfehlung, also es ist nicht bindendes Recht, ist aber von 193 Ländern, also Regierungen unterschrieben worden, plus alle zugehörigen Gewerkschaftsverbände und Unternehmerverbände. Und deswegen finde ich das eine besonders gute, so einen besonders guten Anker, den wir da, glaube ich, einbauen sollten, weil dann hätten wir schon eine Definition, die schon akzeptiert worden ist von Social Protection und dann auch eine Zustimmung, die es schon gibt. Ah ja, okay, bitte. Ich wollte gerne zu dieser Diskussion noch ergänzen. Mein Name ist Nicola Wiebe, ich arbeite bei Brot für die Welt. Es gibt ja jetzt in Anlehnung an die Universal Health Coverage Initiative auch die Initiative zur Universal Social Protection 2030, die sich auf Ziel 1.3 bezieht.
Die ist ursprünglich 2015 ins Leben gerufen worden als Partnerschaft von ILO und Weltbank, um endlich gemeinsam an sozialer Sicherheit zu arbeiten und das Thema besser voranzubringen. Und erfreulicherweise hat sich ja jetzt Deutschland, das BMZ, auch gemeinsam mit Finnland und weiteren Ländern sehr stark engagiert, diese Initiative voranzubringen. Letzte Woche gab es dazu eine große Konferenz in Genf. Und es haben sich zahlreiche Länder aus allen Kontinenten dafür interessiert gezeigt, dort Mitglied zu werden, um das gemeinsam umzusetzen. Und ich denke, das wäre sehr schön, gemeinsam mit Universal Health Coverage und Bildung für alle den sozialen Sektor in dieser Hinsicht wieder zu stärken. Und dann wollte ich gerne noch einen Satz ergänzen zu dem Thema der internationalen Verantwortung. Natürlich ist das Thema Finanzierung von sozialer Sicherheit in erster Linie ein Thema der nationalen Haushalte. Aber ich denke, es gibt durchaus da auch internationalen Einfluss darauf. Also gerade im Bereich der Steuern, wenn die Gelder in sicheren Häfen gelagert werden oder durch Doppelbesteuerungsabkommen dann eher wieder die europäischen Länder begünstigen als die armen afrikanischen Länder. Da ist eine Verantwortung der internationalen Gemeinschaft, das gemeinsam zu regulieren und schädlichen Steuerwettbewerb einzugrenzen. Auf der anderen Seite, denke ich, ist es auch wichtig, künftige Finanzkrisen im Blick zu behalten und zu überlegen, wie man Auszahlungen für soziale Sicherheit davor schützen kann, dass sie in solchen Fällen in Austeritätsprogrammen gekürzt werden. Und ich finde, es macht auch sehr viel Sinn, über einen internationalen Solidaritätsmechanismus nachzudenken. Da gab es schon die verschiedensten Vorschläge von globalen Fonds, aber auch viel einfachere Mechanismen, um tatsächlich den ärmsten Ländern und Ländern, die in Krisensituationen geraten, mit den Auszahlungen im Kontext von Social Protection Floors weiterzuhelfen. Das, denke ich, wäre gerade in so einem internationalen Forum ein wichtiges Thema, was man zumindest diskutieren könnte. Dankeschön. Vielen Dank. Wir werden hinterher erfahren, ob es tatsächlich auf diesen internationalen Dialogforen, ich habe noch keine genaue Liste gesehen, vorkommt und Sie darüber dann informieren. Haben Sie die komplette Liste schon? Nein, nicht vermutlich. Die ganzen Foren, ich habe. Also ich habe mir mal eine Agenda ausgedruckt. Muss ich jetzt gerade erstmal rausholen. Also es gibt eine Agenda für die CSW, wo halt die diversen Dialogforen drin stehen. Die beziehen sich aber in erster Linie, also die meisten beziehen sich auf dieses Priority-Thema. Da gibt es also zum Beispiel Montagnachmittag, also am 11. nachmittags, diese Ministerial Roundtables zum Hauptthema. Das erste bezieht sich dann noch auf den Aspekt Unpaid Care and Domestic Work. Und das zweite, da geht es um den Aspekt Women's Representation in various sectors and all levels. Also das sind diese Sachen. Dann gibt es einen weiteren interaktiven Dialog am 12. nachmittags, dessen Titel ist Building Alliances for Social Protection Systems. Das ist dann wahrscheinlich sowas für unterschiedliche Akteure, für unterschiedliche Zusammenarbeit. Also das ist das, was man hier in diesem Programm also schon sehen kann. Ja. Ja, vielleicht können Sie für die, sag mal, die interessanten Events, von denen Sie schon Kenntnis haben, uns einfach noch mal allen schicken, damit man sich besser auch selber orientieren kann. Denn wenn alle von uns dann Stunden im Netz verbringen, um zu gucken, wo könnte man denn noch hingehen, dann wäre es wahrscheinlich sinnvoller, schon mal eine Vorauswahl zu haben. Bitte, Frau Göttin. Ja, ich hätte vielleicht noch einen Punkt aus der ersten Runde, als Deutscher Frauenrat und DMR vorgetragen haben. Und Sie haben sich als nationales Komitee die Forderung auch zu eigen gemacht, was die Zulassung der nationalen Menschenrechtsinstitutionen betrifft. Und
damit das nicht nur als Appell sozusagen stehen bleibt, wollte ich sagen, ohne da jetzt, glaube ich, vorzugreifen. Wir sind ja bereits im engen Kontakt mit DMR. Anfang der Woche waren Frau Rudolph und Herr Windfuhr eben bei Frau von Uslar und haben uns nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass das Thema, was wir ja immer unterstützen als Einbringer sozusagen der Resolution zu generell den nationalen Menschenrechtsinstitutionen, dass wir natürlich versuchen werden, das auch für die Frauenrechtskommission dort zu erreichen. Also das, was wir generell in der GV tun, das werden wir eben auch hier probieren. Gibt es noch weitere Fragen von Ihnen?